Das Wort hat jetzt der Kollege Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Es wird ja allgemein behauptet, Ursula von der Leyen hätte als Familienministerin das Weltbild der Union verändert, die Union neu aufgestellt, die Union modernisiert. Man muss zugeben, mit der Einführung des Elterngeldes, das auch an Vätermonate geknüpft wurde, und auch mit dem Rechtsanspruch für Kinder unter 3 Jahren ab 2013 auf einen Betreuungsplatz hat die Union eine gute Leistung erbracht, gerade die konservative Union, das muss man auch lobend anerkennen. Auch die SPD war natürlich beteiligt, aber die SPD war damals auch schon weiter als die Union im Vergleich. Doch die Frage bleibt ja weiterhin, ob die Union wirklich ihr gesellschaftliches Weltbild verändert hat. Denn wenn wir uns jetzt erstmal angucken, ist es so, dass die Union, die CSU besser gesagt, ja gleich, nachdem der Anspruch auf den Betreuungsplatz festgeschrieben war, die CSU hat dann quergeschossen, hat gefordert, dass auch die Eltern, die ihr Kind lieber zu Hause betreuen wollen, Anspruch darauf haben und dafür Geld kriegen, das sogenannte Betreuungsgeld gefordert. Ja, das war ein Fehler, dazu komme ich jetzt noch. Und der Streit geht jetzt weiter. Der Streit geht jetzt weiter in der neuen Koalition. FDP und CSU streiten sich jetzt um die Frage Gutscheine oder Barauszahlung, obwohl dieser Streit allerdings nur davon ablenkt, dass das Betreuungsgeld an sich einfach widersinnig ist. Denn auf der einen Seite werden Betreuungseinrichtungen ausgebaut, das ist richtig, auf der anderen Seite werden Anreize geschaffen, die neuen Kitas zu meiden und die Kinder eben nicht dorthin zu schicken. Wo ist denn da die Logik? Das ist doch abstrus. Und wichtig ist ja auch beim Ausbau der U3-Betreuung, dass es nicht allein um die Betreuung geht, es geht vor allen Dingen um Bildung und Integration, damit alle Kinder Startchancen haben. Gerade die Kinder aus bildungsfernen Schichten brauchen Betreuung in gut ausgerichteten Kitas und Kinderbetreuungsstätten. Und in Thüringen kann man heute, wenn man sich mal Thüringen anguckt, dann kann man heute schon sehen, was passiert, wenn man ein Betreuungsgeld einführt. Gerade Kinder aus bildungsfernen Schichten wurden so massenhaft von den Kitas abgemeldet. Und Frau Köhler, ja, Frau Köhler, es ist jetzt an der Zeit, sich zu entscheiden, auch Stellung dazu beziehen. In welche Richtung soll es denn gehen? Wollen wir vorwärts in moderne Zukunft mit gerechten Startchancen für alle Kinder oder geht es mit der Herdprämie zurück in die Vergangenheit, wo Frauen dafür belohnt werden, keine Erwerbsarbeit nachzugehen und wo Kinder aus bildungsfernen Schichten hinten runterfallen? Ich kann Ihnen nur raten, Frau Köhler, entsorgen Sie so schnell wie möglich das Betreuungsgeld. Es ist unsozial, es ist integrationsfeindlich und fördert die Spaltung der Gesellschaft. Und das Betreuungsgeld ist ja auch wirklich keine Maßnahme, das wirklich Kinderarmut bekämpft. Gerade Kinderarmut ist ein Thema, das seit Jahren intensiv diskutiert wird, aber geändert hat sich doch trotz vieler Absichtserklärungen leider nichts. Viel zu viele Kinder unserer Gesellschaft sind weiterhin von Armut betroffen. Ein Viertel aller Kinder unter 15 Jahren, 26%, sind nach Daten des sozioökonomischen Panels in der Bundesrepublik vom Armutsrisiko betroffen. Das heißt, jedes vierte Kind in Deutschland, jedes vierte Kind ist von Armut betroffen. Und es gibt genug Untersuchungen, trotz der vielfältigen Leistungen für Familien, warum das so ist. Unter anderem gibt es ja das Kompetenzzentrum für familienpolitische Leistungen, das für das Familienministerium erforscht, welche Leistungen wie Ehegattensplitting, wie der Kinderzuschlag, wie das Elterngeld und das Kindergeld, welche Wirkung die haben auf Kinderarmut. Aber anstatt jetzt einen Abschlussbericht vorzulegen von diesem Kompetenzzentrum, wird dieser Expertenzirkel still und heimlich geschlossen. Und stattdessen wird im Haushaltsansatz 2011 ein neues Kompetenzzentrum für nachhaltige Familienpolitik eingerichtet. Und da drängt sich schon die Frage auf, ob das Ministerium vielleicht gar kein Interesse daran hat, dass das alte Kompetenzzentrum einen Bericht vorlegt. Und wir wissen ja eigentlich, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir wissen eigentlich, worum es bei Kinderarmut geht. Und wir haben zum Beispiel Umsetzungsprobleme bei der Frage Ehegattensplitting, wo es offensichtlich ist, dass das Ehegattensplitting nicht der Förderung von Kindern dient, sondern insbesondere auch kinderlose Ehepaare von steuerlichen Vorteilen profitieren und gleichzeitig den Frauen Anreiz gesetzt wird, zu Hause zu bleiben und keine Erwerbsarbeit nachzugehen. Deswegen ist es jetzt endlich an der Zeit, bei der steuerlichen Förderung von Familien nicht mehr die Ehe, sondern die Kinder in den Vordergrund zu stellen. Und jetzt entgegnet die Bundesregierung natürlich, wieso? Wir haben doch die Leistung für Kinder im Rahmen des Schuldenbeschleunigungsgesetzes erhöht. Knapp 40 Euro kriegen ja Kinder in gutverdienender Familien wegen der Erhöhung des Freibetrages. 20 Euro Kindergeld gibt, wenn die Eltern durchschnittlich verdienen. Und genau 0 Euro gibt es, nämlich gar nichts, überhaupt nichts, gibt es für die 1,8 Millionen Kinder, die in Hartz-IV-Familien leben.
So bekämpft man keine Kinderarmut. Im Gegenteil, so vergrößert man die Spaltung und die Chancenungleichheit zwischen armen und reichen Kindern. Und diese Entlastung für Besserverdienende, diese Entlastung für Erben, für Unternehmen, für Mövenpick, diese Entlastung, sie ist nicht unsozial, sondern sie vergrößert sowieso schon die hohen Defizite, die hohen Schulden im Bund, in den Ländern und in den Kommunen um weitere 8,5 Milliarden Euro. 8,5 Milliarden Euro mit im Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes, womit sie ihre Klientel entlasten, aber das ist Geld, das an anderer Stelle eben fehlt. Das ist Geld, das irgendwie fehlt, um die notwendige Erhöhung der Kinderregelsätze zu finanzieren. Das fehlt beim Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und gerade die öffentliche Daseinsvorsorge bei der Bildung, beim öffentlichen Nahverkehr, bei Büchereien, bei Kultureinrichtungen, die sind so entscheidend bei der Schaffung von Chancengleichheit, von gerechten Perspektiven für Kinder und Jugendliche. Und generationengerechte Politik würde hier auch wirklich Schwerpunkte setzen, würde neben massiven Investitionen in Klimaschutz, die wichtig sind, auch Investitionen in die Kindergrundsicherung tätigen und Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge im Bereich der Bildung. Das wäre generationengerecht, weil davon die jetzige, weil davon nämlich die jetzige und zukünftige Generation wirklich profitieren würden. Deswegen, Frau Köhler, stoppen Sie diese teure Klientelpolitik und setzen sich für eine gerechte Zukunft für Kinder und Jugendliche ein. Und ich will noch mal was sagen zum Thema Generationengerechtigkeit. Das heißt nicht, dass man junge Menschen gegen alte Menschen ausspielt, wie es teilweise leider von jungen Liberalen oder jungen Konservativen auch gerne gemacht wird. Ich erinnere nur an die Debatte um das Hüftgelenk. Generationengerechtigkeit muss auch immer Generationensolidarität sein. Und gerade angesichts des demografischen Wandels brauchen wir solidarische Antworten, wie wir zusammen in einer Gesellschaft leben wollen. Eine Gesellschaft, die schrumpft, die älter wird, die bunter und vielfältiger wird angesichts des demografischen Wandels. Und deswegen sollten sich alte Menschen, deswegen sollten sich alte und junge Menschen gemeinsam für einen guten ÖPNV, für mehr und bessere Jugendzentren, für Bibliotheken, Sportvereine und kulturelle Initiativen einsetzen. Denn gerade junge und alte Menschen sind besonders auf diese wohnortnahe Infrastruktur angewiesen. Doch all diese Angebote werden jetzt wahrscheinlich gekürzt werden oder wegfallen wegen der schlimmen Kassenlage der Kommunen, die durch das Schuldenbeschleunigungsgesetz noch vergrößert werden. Und das ist nicht nur im Hinblick auf Kinder- oder Altersarmut fatal, das ist auch beim Engagement gegen Rechtsextremismus katastrophal. Denn Rechtsextreme gehen gezielt in diese Lücke rein und machen Angebote für Jugendliche, die auf der Suche nach Orientierung sind. Da gibt es dann rechte Musik, Konzerte, zusammen Fußball spielen, zusammen was unternehmen. Und das ist eine perfide, aber leider zum Teil auch eine erfolgreiche Strategie, weil die Kommunen die Angebote nicht mehr haben. Und wir dabei dürfen weder schweigen noch wegschauen, sondern wir müssen das aktiv unterbinden. Und wir müssen gerade die Kommunen mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausstatten beim Kampf gegen Rechtsextremismus. Insbesondere die zivilgesellschaftlichen Organisationen brauchen eine verlässliche Unterstützung beim Kampf gegen Nazis. Und am Montag war ja Ministerin Köhler auch im Ausschuss und hat gesagt, dass sie die Bundesmittel für den Kampf gegen Rechtsextremismus auf alle Extremismusformen ausweiten wollte. Kollege Bockern hat es gesagt. Am Dienstag, also nur einen Tag später, zauberte sie dann plötzlich 2 Millionen Euro zusätzlich gegen Linksextremismus, Islamismus aus dem Hut. Und da frage ich mich schon, was bitteschön ist jetzt der Plan? Wo ist das im Haushalt etatisiert? Frau Köhler, klären Sie uns bitte nachvollziehbar und haushaltspolitisch korrekt, woher dieses Geld eigentlich kommen soll. Und die größte Bedrohung für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft sind nicht linksradikale Gruppen, das sind extrem rechte und menschenfeindliche Einstellungen in der Gesellschaft. Allein 2009 gab es über 20.000 Straftaten von Rechtsextremen. Immer wieder werden Menschen von Nazis schwer verletzt oder sogar getötet. 140 Menschen wurden seit der Wende von Rechtsextremen ermordet. Und in wenigen Wochen, am 13. Februar, werden in Dresden wieder viele tausend Nazis, das ist der größte Nazi-Aufmarsch Europas, in Dresden wollen sie aufmarschieren, sie werden dabei die Shoah relativieren, werden deutsche Täter zu Opfern machen. Und deswegen ist es wichtig, dass am 13. Februar, dass man auf die Straße geht und friedlich den Nazi-Aufmarsch blockiert. Das ist das Problem bei dieser Extremismusdebatte. Jede Gleichsetzung des Rechtsextremismus mit anderen Extremismusformen verharmlost die Gewalt und verharmlost die mörderische Ideologie von Nazis. Die Programmmittel gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt, Demokratie und Toleranz müssen weiter ausgebaut und erhöht werden. Gerade in Problemregionen brauchen wir dringend mehr demokratische Angebote als bisher.
Und Ihre Scheindebatten, Frau Köhler, um einen angeblich bedrohlichen Linksextremismus lenken leider unverantwortlicherweise davon ab, dass das Problem in Deutschland im Extremismus, das Problem in Deutschland sind die Nazis. Das ist das Problem. Und deswegen müssen wir jetzt, weil es um eine gerechte Zukunft geht, müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen und massiv in Infrastruktur investieren, damit alle Kinder gute Startchancen bekommen. Wir müssen in Infrastruktur investieren, damit die Daseinsvorsorge für alle Generationen gesichert ist und damit der Kampf gegen Rechtsextremismus erfolgreich geführt werden kann. Für die Zukunft brauchen wir Gerechtigkeit. Vielen Dank. Herr Kollege Kindler, ich darf Ihnen auch zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag im Namen des ganzen Hauses herzlich gratulieren.